Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video von der Eislebener Wiese 2019. Ja, endlich ist es soweit. Es ist Freitag, der 13. September. Es ist kurz vor 15 Uhr und in wenigen Minuten wird das größte Volksfest Mitteldeutschlands offiziell eröffnet. Und dann beginnen sie sich zu drehen, die Karussells, dann beginnt hier das Markttreiben so richtig durchzustarten. Und bis zum 16.09., da habt auch ihr die Gelegenheit hierher zu kommen, euch zu überzeugen und ja, richtig viel Spaß zu haben. Ich würde sagen, wir starten auch mit dem Rundgang über das Festgelände. Und wie gewohnt werde ich euch alle großen Fahrgeschäfte, die in diesem Jahr hier vertreten sind, zeigen und vorstellen. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung mit dem Video und melde mich dann später nochmal. Den Steuerhebel nach unten drücken und festhalten, dann geht es nach oben. Ganz viele. Wir haben aber auch Schildkröten. Ich habe aber auch süße Kaulitier. Und ich habe auch... Wo hast du denn? Oh, Noch in Fahrt!
meine Güte, sind wir hier im Altenheim, geht das noch lauter? Noch eine, 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 noch
Ja, nun sind wir auch schon wieder am Ende des Rundgangs angekommen. Über 30 größere Fahrgeschäfte sind in diesem Jahr hier vorhanden. Darunter auch einige richtige Highlights wie die Achterbahn Rock'n'Roller Coaster, die ich hier auch das erste Mal überhaupt in Aktion gesehen habe. Apollo 13, The Beast, der Kettenflieger Around the World XXL. Ja, es sind wirklich viele, viele Top-Fahrgeschäfte, eine spitzenmäßige Beschickung, die meiner Meinung nach keine Wünsche offen lässt. Es sollte hier wirklich für jeden etwas Passendes dabei sein. Ja, wie gesagt, bis zum 16.09. gibt es hier diesen Wiesenmarkt zu erleben. Und selbst wenn ihr es an diesem Wochenende nicht schafft, hierher zu kommen, vom 20. bis 22. September findet dann die sogenannte kleine Wiese statt, wo es auch noch jede Menge Top-Attraktionen zu sehen gibt. Ich fand es hier auf jeden Fall auch wieder super und kann euch einen Besuch nur empfehlen. Übrigens, nächstes Wochenende bin ich dann in München auf dem Oktoberfest und auch von dort wird es ein Rundgangsvideo geben. Wenn ihr dieses nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Ansonsten sage ich wieder danke fürs Anschauen des Videos, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.